Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Luke's Delightful Dioramas. Kurs Nummer 2. Türme der Gestirne. Erreiche die dritte Etage. Na, das machen wir doch direkt mal. Und ich sehe da einen Stern und da sehe ich auch einen Stern. Und ich sehe auch noch Sternenplattformen. Haben die was zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich nicht da, sondern da hinten lang muss. Achso, mit Wandsprüngen. Aber natürlich ist er so weise gewesen. Und hat da noch eine Wand, dass ich nicht vorne überspringen kann, platziert. Jetzt sehe ich bloß mal das Schild. Aha! Da muss ich aber ganz dringend los. Ich habe den zweiten gefunden. Cooper-Panzer sind derzeit alle. Kommen wieder, wenn die neue Lieferung angekommen ist. Das dauert hoffentlich nicht lange. Nun, du müsstest natürlich nicht warten, wenn ein gewisser jemand sich andauernd gegen Wände fahren würde. Wir alle wissen, von wem die Rede ist. Hör auf damit, Stefan. Wir werden für deine Unfälle nicht mehr zahlen. Geheim. Wir raten davon ab, die Treibsandbrücke ohne ordnungsgemäße Reptilschutzeinheit zu betreten. Ihr könnt mir gar nichts. Ich hätte... Ich hätte ja notfalls Safe States. Aber ich habe dafür einen 7. Stern. Und das gefällt mir. So, erreiche die dritte Etage. Dann gehen wir wieder hier hinein. Nein. Sesam, öffne dich. Ich würde mal so behaupten. Ich würde mal jetzt simpel, ganz simpel behaupten, dass, ich diesen Schalter drücken muss. Und da drüben ist die Röhre wahrscheinlich zum Zusatzlevel. Und... Ach, scheiße. Okay, passiert. Dann würde ich mal sagen, weil das so nah ist, schnappe ich mir jeweils dann ein Leben, ein One-Up, ein Ups. Also gut, Sesam, öffne dich die zweite. Was mache ich denn? Genau das hier. Und darüber... Geht doch. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Da ist die offene Tür. Na, der war geschenkt. So, Sesam, öffne dich. Oh, jetzt kriegen wir wieder eine Nachricht. Wow, 8 Sterne. Mann, du bist echt wahnsinnig gut in diesem Spiel. Eine wahre Legende. Die erste Sterntür steht hier offen. Ich mag den Textschreiber immer weniger. Warte mal, aber das müsste doch der Lord sein. Warum bläst du mir so den Zucker in den Arsch? Panzerfahren in schwierigem Gelände. Ach, da müssen wir jetzt wahrscheinlich nach da oben. Und das Tor ist offen. Okay. Dann... Zack. Oh, da ist ein Leben. Ist mir gar nicht aufgefallen. Na, egal. Soll mir recht sein. Dann... Dann gehen wir darüber und schnappen uns den... Panzer. Oh, Super Mario Sunshine! Nein! Was mache ich denn? Einmal in die ganz falsche Richtung steuern. Das habe ich gemacht. Mama mia! Aber ruhig bleiben. So, Panzerfahren in schwierigen Gefilden. Dann machen wir das doch gleich nochmal, hätte ich gesagt. Und... Hui! Yahoo! So, einmal...
Und dann darüber. So, dann hier lang. Und vorsichtig. Warum ist denn da... Warum ist da ein Pfosten, wo ich hochklettern kann? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Und da auch. Also du bleibst mal kurz da, wo du bist, Kumpel. Das müssen wir jetzt mal... Ach so. Ich verstehe. Irgendwie. Aber ich glaube, da muss später irgendwas auf den Dächern sein. Glaub ich zumindest. Okay. Ja, geil. Geil, Mann. 9 Sterne. Sternspringer. Nummer 4. Ach so. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich arbeite mich mal von oben nach unten. Weil das dürfte, glaube ich, das Gescheiteste sein. Ah, hey, Mini. Okay. Oh. Hoppala. So. Ach, das ist scheiße, wenn man nichts sieht. Aber doch irgendwie machbar. Zwei, okay. Drei. Ah, scheiße. Ja. So kann's auch gehen, wa? Ah, dann schnappen wir uns aber mal ganz schnell hier wieder ein Leben. Get alive, bitch. So, wie viel habe ich jetzt geschafft? Ich glaube, 3 waren es, ne? Ich muss mal hier ganz kurz... Game Edits, Edit File. Nee. Komisch. Warum werden mir eigentlich nicht rote Münzen, wenn sie da sind? Das soll mir wurscht sein. Okay. Oh, das war aber jetzt hier die Definition von knapp, was ich da gemacht habe. Also, hier haben wir die 1. Ah, okay, bleib hier stehen. Weil dann kann ich hier wieder hochspringen. Und mir hier... den zweiten holen, genau. Drei. Oh, scheiße. 4. Und da drüben ist der 5. Hier einfach landen, okay. Okay. Jetzt ist die Frage, ich... Genau, ich glaube, hier ist es... Huh.
Genau, das ist der einfachste Weg gewesen. Super, 10 Sterne, wir sind zweistellig. Sternspringer, das heißt, wir haben jetzt noch rote und 100 Münzen, kann das sein? Und halt natürlich den 6. Stern. 8 funkelnde Münzen. Na toll, und wo finde ich die? Bestimmt finde ich hier drin was. Nö. Okay. Okay, fangen wir so an. 1, 2, 3, dann hier weiter. Okay, da spawnt der Stern. Okay, hier werden wir jetzt etwas risky. Okay. Dann machen wir mal vorsichtig. Oder so. Wenn der will, dass es riskant ist, dann muss es riskant gemacht werden. So einfach geht die Milchmädchenrechnung. Hey! Bist du da mal endlich? Oh je, Mine. Also, die Münzen sind soweit in Ordnung, aber jetzt... So, ah ne, das war nicht der, wo ich runterfallen konnte. So, lass mich raten, bestimmt, okay. Warum würde es mich jetzt nicht wundern, wenn, Ah, okay, ich sehe schon. Okay, was haben wir hier drin? Drei Monetchen. Dann würde ich mal sasen. Ah, okay. Dann ist da oben dann noch die... Genau. Da ist der 2. Nein! Ich bin blöd. Mamma mia. Ich bin so blöd, ey. Okay, aber ich weiß wenigstens, dass da ein zweiter Panzer drin ist. Weil ich wäre ehrlich gesagt gewillt, einen Safe State an der Stelle zu machen. Okay, aber jetzt... Ach, Moment, da unten ist ja auch noch was. Okay. Also, wenn es mit den 8 Münzen nicht geklappt hätte, hätten wir da mal gucken müssen. Also, Nummer 1. Dann darüber. Die Nummer 2. Da ist der rote Münzstern. 2, 3. Nummer 3. Dann die 5. Die ist hier. Und damit hätten wir schon mal die halbe Aufgabe geschafft. Die 5. ist auf dem Treibsandweg. Die 6., die 7. sind auf den beiden Gebäuden. Und die 8. ist auf dem anderen Gebäude. Da ist das One-Up. Okay.
First try, idiot! So, und ich bin ein Vorbildlicher und ducke mich auf meinem Panzer, um ihn zu entsorgen, ne? So, hier haben wir 3 Moneten. Naja, das wird doch... Das wird doch auch so machbar sein, oder? Ich sagte, es wird auch so machbar sein. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da drüben 10 Münzen sind. Okay. Immer schön cool bleiben. Okay, ich stehe schon mal fest. Das ist wichtig. Okay. 74. Okay. Hier gehen wir. So, dann haben wir zumindest schon mal die 74 Münzen sicher. Und der Schaden, der war es mir sowas von wert. Oh, nee, ich muss hier runter. Aber da unten wäre auch noch eine Kiste gewesen. Für den Fall, dass ich jetzt nicht alle Münzen kriege. Naja. 8 funkelnde Münzen! Aber ich glaube, da hätten wir insgesamt, wenn da unten eine 10er-Kiste war, 87 Münzen. Ich wüsste sonst nicht, wo was ist. Im Knast! Das ist der da drüben. Und ich habe so eine Überlegung, wie ich drankommen könnte. Außer ich brauche doch irgendwie eine Tarnkappe da. Dafür, Moment mal, habe ich da hinten nicht gerade irgendwas? Ich habe da was gesehen. Ich wusste es. Aber jetzt... Okay, ich weiß, wie ich da rankomme. Dann machen wir das doch mal. Dann machen wir das doch mal. Moment mal, Toadie. Also, ab in Knascht. Den Toad da oben, der... Also, der kommt mir etwas suspekt vor. Und ich würde mal auch behaupten... Mit was? Mit Recht. Na! Gut. Also, ich gebe dem noch eine Chance, bis da bei mir auf der Aufnahme eine 20 vorne steht. Aber das sollte eigentlich doch kein Problem sein. Ich meine, es ist ein simpler Sprungtritt. Und ich habe draußen das Leben vergessen. Yay! 13 Sterne! Cool, damit haben wir den ersten Kurs vollständig abgeschlossen. Na, würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Ciao.